Vazhdojmë tash, me një misafir. Aha. Që është shumë interesant. Aha. Është Zvicran. Aha. Edhe, se kush është, e tregojmë ma vonë. E thirim, Andreas Papst! Herzlich willkommen. Merci für mich. Da präsentiere ich bitte per Publikum, se kush është Andreas Papst. Andreas Papst ka lindë në vitin 1990 në Lucern. E ka studiu shkencën e politikës edhe shkencën e ekonomisë në Universitetin Syri. Prej vitit 2013 pu punon si gazetar për gazetën Neue Zürcher Zeitung, e cila është gazeta ma serioze e Zvicrës, edhe Andreas Papst e ka shkru një artikel për shqiptaret në Zvicër në këtë gazetë NCC. Edhe për këtë gazetë edhe për këtë artikel folim sot. Andreas Papst, herzlich willkommen, mirë se erdhe. Andreas, po më duke është sikur një vloj e Emil e shkush. A zaj të kësi që svinë brydër foj, dhe këtë harë fa. Ja, e kajnë e brydër, look, ajnë e hare, a bërë ishtë so, me pikla, unë dhe lëshkush, a bërë i ka rru. Vesh? Ok, e hofë si s'komplimen. Ishtë gjena u glikmit, ja, kompliment. Po mërë si kompliment, po. Ja, unë dhe, prejmenë që lëshkush atë janë të rallë, po janë interesant, mirë. Ja, arsaj të lytë me drotë a harësin cëllëta, pra finë si interesant të në s'kfalëtin. Ishtë onik stil, staj. Ishtë einzigat. Ishtë keme mirë, ja. Po thotë mirë. Edhe ky, në gjyrë në syve blue, oder? Auge Ja. Alle bio. Alles bio. Bio, faleminderit. Andreas, keni shkruar një artikull pra te kjo gazetë që është me një emër dhe një shtresë, kjo një gazetë e lexuar nga një shtresë shumë e lartë. Elita. Elita zvicrane. Po. Pra e madhe që ka shkruar edhe për shqiptarët. Po. Në faqen e parë ka dalë. Po. Edhe këtu shihet plus edhe këtu. Ta kalzoj për në kamerë. Bukur shumë, kamera e merë nga afër, por qëfar ka qenë kjo artikull dhe qëfar është shkruajtur konkretisht? Vas është tema kësi fëtëm artikullën, vas është këna u kamerë? Di ideje ishë kësi dhe me në kvistë së 20 kjo Kosovë-konflikt ishë në februar. Kanë ditë që 20 vjetori konfliktit në Kosovë, i luftës. Gëna, unë me në vijë eigenen Zugang gesucht zu dem Thema. Dass wir sind das dritte gsi, ich habe mit zwei anderen Artikeln geschrieben. Ja, contra persona. Check and screw. Und zwar ist es darum gegangen, dass wir fragen, wie geht es der Generation. Wir sind alle gleich alt, die Artikel geschrieben haben. Steffi Hassler und der Tobias Ochsenbein. Also das ist mir bis zwischen kjo gjenerat, që shre ka përjetu luftën për shemë dhe... Pra, kanë shku në Kosovë? Genau, it's në Kosovë kam në tenë. Genau, it's në Kosovë të zweite. Dë persona kanë shku. Me janë disve gefragë, vë gëtë usërë generacion fë Kosovarin i dë Shvitsë? Ah, dhe pytja u kanë gjenerata i këti, do më thënë e rinia, për mi 20 vjeqarë, qëfar jetë e kanë Zvitsër? Genau, 20 jorë nëkëm Kosovë-konflikt vë gëtë sinë. Qëfar jetë e janë të eqëmë? Këto që kanë arë pare luftës, ose dhe vë forum kërjekë shë hozinë? Genau, dhe vë forum kërjekë hozinë, vë të kërjekë të erlapët hëndë. Që kanë përjetu për Zvitrës, dhe më thamë. Vi gotës të regeneracion. Sa kohë ndejtët në Kosovë për të mërë të... Vi langë zëndër në Kosovë kësinë? Mi sëndë 2 dagë në Prishtina kësinë. 2 ditë në Prishtina kënë? Unë hëndë Das sind die lebt dort? Der Ilir Hassanay lebt dort und darum ist auch in der Geschichte vorgekommen, weil er... Der Ilir ist dann in Pristin. Er ist hier in der Schweiz aufgewachsen. Wo reiten Sie? Und ist dann hat sich aber entschieden, wieder in Pristin zu leben. Ah, dann auch gesehen, wir sind in Pristin. Was ist schon reiten Sie? Genau, das ist seine Geschichte auch. Historie aktiv auch von Ilir. Und dann war die Idee, aber zu kommen mit Mark Intervist. Pse i një t'interesum ka shumë për më shkrujt për Shqiptarët, për shemë? Vizendër überhaupt uf t'ideje... Kushe dha ideje? Shreti malë, kushe dha ideje? Du me dit nga doli ideja, pra me thonë që do shkojmë në Kosovë në mërë të artikullë të intervjistë. Voher ishtë ideje ko überhaupt über as tema të shrijpe? Also, hesht du në uftrag përho vëm shef? Nej, das ishtë një ideje kësi, wo, glaub, së entstande ishtë, dhe das, dass me im Alltag sich auch immer mit dem Thema auseinandersetzt.
Ich glaube, wir sind alle aufgewachsen mit Kosovaren als Mitschüler. Wir leben mit Kosovaren zusammen jeden Tag. Und ich finde es eine Community. Pak si krejt dhe ju ka ardhë ideja, sepse po bashkjetojnë me Shqiptarë dhe se cili një Shqiptarë dhe tani qështu u zhvillu. Pe gazeta ju, ja keni punëtorë Shqiptarë? Pe dhe NCC, hetësit Albanër u shafët? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das wäre schön, aber ich weiß es nicht. Das ist gar mir. Du hast gar nicht. Also du hast aber noch keinen getroffen dort? Nein, in der Redaktion glaube ich nicht. Redaktion der Tashio. Okay, per herë parë kështë në Kosovë atëherë për të shkruajtur këtë artikull apo kështë në herë tjera? Bist du denn das erste Mal in Kosovo gsi oder bist du schon mal gsi? Ich bin das erste Mal in Kosovo gsi. Ich bin vorher schon mal in Albanien gsi. Aber kann ich in Shqipni, po thot, amo herë a parë që e u kanë Kosovë? Shqipni, ku kështë? Wo bist du gsi in Albanien? Wenn vor 4 Jahren oder so. 4 Jahre. Gott, 5 Jahre. Okay, gut. Ja, ist gut gewesen. Ja. Was kann man bestimmen? Was noch kaputt schön schieben? Was hat dir nicht gefallen in Albanien und was ja? Ich glaube, gefallen haben die Leute. Also, vor allem in Tirana, also so der grosse Platz dort, ja. Wo einfach extrem viele Leute dort hocken. Ja. Man kommt extrem schnell ins Gespräch. Viele können ja noch Deutsch. Aber so Pilot kann man voll Germanisch. Das hat mir extrem gut gefallen. Also, du hast einen Artikel gelesen. Kann du mir einen Artikel geschrieben für Stuttgart? Wie ist der Artikel allgemein angekommen bei den Lesern? Ist es gut angekommen grundsätzlich? Ja, es ist sehr gut angekommen. Es hat viele Leser gehabt. Schumir, ganz kurz, Schumir. Das ist jetzt dran, das ist Albaner und Schweizer. Das weiss ich nicht. Was der Dienst sagt. Unser Publikum, also wir merken immer, wie viele Leute lesen, wenn sie auch Feedback geben, wenn sie auch Rückmeldungen geben. Und wir haben viele Rückmeldungen bekommen. Kann man schon Massagen für den Artikel? Okay. Und die Nachrichten, sind das mehr Schweizer gewesen, die ich geschrieben habe, oder doch Albaner? Ein Konzeptar, ein Computer, ein Switzerländer, kann man Massagen? Ich habe persönlich mehr Rückmeldungen von Schweizer bekommen. Ich glaube, bei dir ist es anders. Du hast mehr von der albanischen Community bekommen. Ich habe schon Massagen gemacht für einen Switzerländer. Ich habe schon mal Massagen gemacht für einen Schweizer. Ich habe hier in Schweizer. Andreas, ich habe schon mal den Profil Schweizer. Ich habe eine Opportunität, ich habe eine Geru, kur kemi bëhen misionin, kemi pasë herë lijen Shefi Migracion Samt Lucern edhe keni shkruajtur për Full Ship Show edhe për Marashin gazetën tuaj. Po kjo ide, nga erdi dhe ku na njoftet ose nga doli ideja me ardhe Full Ship Show? Ihr sind ja auch da in der Full Ship Show und haben auch da über die Full Ship Show geschrieben unter anderem und eine kleine Reportage gefilmt. Wie sind ihr auf die Idee gekommen? Wie sind ihr überhaupt auf die Full Ship Show gekommen? Das war wegen dir, das war wegen Marasch. Das war die Premiere, die Guardidea. Ich habe gewusst, dass du das machst. Ich habe gewusst, dass über Social Media habe ich das irgendwie mitbekommen. Ich habe ein Rieter Soziale, ich habe ein Moderator. Bin ich aber auch überrascht, dass das noch nie jemand gemerkt hat. Albanisch Rieser oder Schweizer Rieser? Schon Schweizer, glaube ich. Aber es hat einfach nie jemand gemerkt, dass es die Show hier gibt. Und ich habe das relativ. Oder wir alle haben das sehr faszinierenden Gedanken gefunden. Ich habe eine Mission, eine Idee, also es geht um hier. Dass man hier in der Schweiz eine Show für den Kosovo, für die albanische Diaspora produziert. Mal, also, eine extrem spannende Idee. Also, schon mir gut, okay, die Idee. Ne jemi një emision që realizohemi, prodhohemi në diasporë. Pra, emisioni i parë në diasporë është Full Ship Show, që e bëjmë këtu. A ka Zvicra një budget ose një fond ose një lloj mbështetje për këto projekte integruese, pra integracioni, se këtu ka integrim, ka promovim, ka muzik, ka gjithçka pra. Dhe kemi edhe shumë prominenta zviceran që i ftojmë në emision. A ka në i birë me shku me nxjerrë në i parë, shok? Asko. Also du als Journalist, Journalisten sind sehr informiert meistens und wissen über viele Sachen Bescheid. Und dann hat er noch eine ganz allgemeine Frage. In dieser Sendung geht es ja auch um Integration, größtenteils. Und wir haben ja auch viele Leute aus der Schweiz oder Schweizer in der Sendung. Und gibt es da irgendwo vielleicht so ein Institut oder etwas vom Staat, wo man ein bisschen Geld rausholen kann für die Sendung? Da bin ich wirklich befragt. A interesohen, domo, a interesohen? Zvistran për Shqiptarën për gjësi?
Würdest du sagen, interessiert sich die Schweizer allgemein für Albaner? Zum Beispiel, schon Medien hat ganz grob. Es haben viele Medien geschrieben in letzter Zeit über Albaner. Und gibt es da ein grosses Interesse bei der Schweizer Bevölkerung? Ich glaube, im Moment ist ein klares Interesse um, weil wir das Jahr haben, weil es ein Jahr Unabhängigkeit also Kosovo ist. Jan Schumtiter ist uns, ob es wird und 20 Jahre Kosovo-Konflikt. Im Moment ist es klar, dass wir irgendwie ein Fenster haben, was viel Aufmerksamkeit gibt. Ich glaube, sonst ist es sehr selektiv, wenn etwas passiert. So, der Pönerische war schon Kondol. Und ich glaube, da hat es in der Vergangenheit viel negative Presse gegeben. Mhm. Also, wieder der Gallium Kapaz hat schon ganz gut negative Medien. Ja, aber ja. Und ich glaube, das ist jetzt nicht das. Also, ich glaube, im Moment mit so Sachen, die wir jetzt gemacht haben, aber es machen ganz viele Medien im Moment, probiert man sich ein bisschen ein breites Bild von dieser kosovo-albanischen Community zu vermitteln. Das bedeutet, man kann so schon per Schiptart und Sitzer, per Weste, du kannst schon mal negative. Sie bist einmal Redaktor, du kannst einen Artikel, du kannst schon mal positiv. Ich kann schon positive von ihr, aber die Pjesë mërë në montaj, kur të nëzirim në të intervjist, të pjesë që po flasë të ashtë, edhe unë po flasë në emërgjit shqiptarve, që unë po ju falenderoj në emërgjit shqiptarve, jo vetëm ty që ke shkru pozitiv dhe juve si gazet, por krejtë Zvicrën si shtetë të falenderojmë, sepse është një shtetë që vërtet ne duham, është një shtetë që ka borë shumë për në shqiptarve, është i pari shtetë, një ndër pari shtetë që ka njohë pavarësinë e Kosovës, dhe një shtetë që na ka integruar me drejtat barabarta me qytetarët e saj, pra me Zvicran. Kudo që shkon, ka shqiptar në këtë Zvicër, në punë dhe në këtë vend. Pra këtë pjesë mërë në futë në gazetë, dhe në që tjetë muajtë në gazetë a juj, të ju falëndëru publikisht këtë Zvicërën. A saj tas më nërjetë këra kësajtët, këndër au gratë na citirë ndi di nëkështë uskapë të rina, nëmëlech edhe kësajtë, der ish under anderem der, oder au lytë vi der dankbar, wo so konstruktivi artikel schreibet über die Albaner in der Schweiz, und im Namen von allen Albaner retten, sei der au, dass der Schweiz allgemein mega dankbar dafür ist, wie hilfsbereit sie war, auch dafür, dass die Schweiz eines der ersten Länder war, wo Kosovo als Staat anerkannt hat, und für alles Humanitäre und alles, was die Schweiz eigentlich für die Albaner gemacht hat, auch dass sie so viele Albaner aufgenommen haben. Da möchte er Danke sagen, und er hat gesagt, das könnt ihr gerne in die nächste Ausgabe machen. Noch ein Big Up für die Schweiz! Çka është diçka interesante që e ke mësuar për shqiptarëve? Çka ka bërë përshtypje që e ke mësuar në gjë për shqiptarët? Was ist etwas Interessantes, was du über Albaner jetzt allgemein gelernt hast, wo du das geschrieben hast? Auch ganz allgemein. Ich finde der Community-Gedanke, der Gemeinschaftsgedanke, wo glaubs unter Albanern in der Schweiz nach wie vor herrscht, aber jetzt schon in der dritten Generation da sind, das ist etwas Spannendes, wo man glaubt, als Schweizer weniger stark kennt. Zum Beispiel erinnern wir uns an die Schiptart in Zwitser. Die Zwitser haben noch nie in da. Zum Beispiel der Generator Tret hat eine Identität in Schiptar, und erinnern wir uns, da in der Diskothek zum Beispiel. Ne Schiptar, das ist mir genug, kann ich schon die Opinion in Zwitser an der Schiptar, du bist da. Er sagt, momentan hat sich das Image ins Positive geändert von den Albanern. Das ist einer, der nicht burat mir, aber einer, der nicht burat mir. Und jetzt liegt das an den Albanern, dass sie sich verbessert haben, oder liegt das an den Schweizern, dass sie es jetzt anders sehen? Ich glaube, man gewöhnt sich ein bisschen aneinander. Ja, im Summen ja nicht jeder im Kofot. Ich glaube, mit jeder Generation, eben Marasch, zweite Generation, jetzt die dann dritte Generation. Man gewöhnt sich aneinander, man gleicht sich aneinander an, man lehrt auch voneinander. Wo in Gottes in Jait, oder in Janim son Petit. Musta projekte armi, ku fjore në fëllë. E kom vurekte, kur një Shqiptar është i sukseshme, ka rritë në biznes, ka rritë në njët, ka rritë në fushë në artit, ka rritë në gjithë shka, pak shkruni për të pra, pak vetëm e leni anash, kurse një Shqiptar në qofë se rraf dikën, ose në qofë se vjell dikën, ose në qofë se ndodhë gjithkun, hajna kanë në gjithën botës, e bëni shumë të madhe, pra e tërgoni këtë, e tërgoni këtë, pse e kini këtë kjo, pse është? Me këtë mega film medje, dass wenn ein Albaner etwas Positives macht, dass man dann kaum über ihn berichtet oder nur so ein bisschen einen Seitenbericht macht, aber wenn ein Albaner etwas Negatives macht, sprich ein Einbruch oder etwas oder eine Gewalt, irgendetwas, dass dann gerade eine grosse Geschichte daraus gemacht wird. Was meinst du, was ist der Grund dafür? Ja, das Problem ist natürlich nicht nur die Albaner. Das ist good news is no news. Also,
es wird immer die Nationalität von einem Täter, wenn etwas Schlimmes passiert, ist immer interessant. Also die Nationalität das, in Janit, Cekabu, Cekabin? Aber dann nicht nur Albaner, sondern jeder... Schon interessant. Der Jovetsche Schiptar, wo... Schon mal drei. Und ich komme rege, schon raste kann doch noch die Kuschkech, Video oder die Schka, im Moment die Parche, wo ich komme, in der Aktüne, da kann ich schlug, Schiptar. Edhe, mas një jave kanë zbuluar se nuk ishte shqiptarëve. Er gesagt, es ist auch vorgekommen, was er zum Beispiel schon gesehen hat, dass man dann zum Beispiel über etwas Negatives geschrieben hat und dann aber geschrieben hat, ein Albaner sei das gewesen, und dann eine Woche später hat es geheißen, ah, es war doch kein Albaner gewesen. Also, dass man okay. Da zuerst... Ja, Jan, pse që të mund shkon edhe nëse... Nuk është vetëm shqiptar i bën keq, pra, ose i bën vildje. Edhe në Zvicër ka, edhe në Itali ka, edhe shtetë në Bogu. Aus allen Ländern gibt es Menschen, die schlecht sind. Aber jenat mir, pas a besin jenat mir. Ich schwöre, wir sind gut. Wir Albaner sind gute Leute. Alle, alle, alle! Jenat geschieht bei jenat jeden, se per ju jenat mir. Seit untereinander sind wir schlecht, aber bei euch gegenüber sind wir gut. Ist so oder nein? Ah, bra, ja. Ja, ja. Qovë se kemi mesazh për të në shikuesit që po na ndjekin shqiptar, shumë shqiptarë zvicërës po na ndjekin këto momente. Fel albaner aus der Schweiz mögen das dazu. Kosovës, Gjithane. Aber aus ganz Europa und Kosovo. Në qovë se kemi mesazh jepe. Hast du noch ein letzte Message, eine Nachricht für alle Zuschauer, die uns gerade zuschauen? Ich glaube, wir haben jetzt, eben, wie gesagt, ich war ja nicht alleine, wir haben das dritte gemacht. Drei Personen, ganz gut. Und ich glaube, wir haben einen sehr interessanten Einblick bekommen in eine Welt, wo glaube ich, nicht so viele Leute schon reingesehen haben. Da gab es mit einem geschürten Boden schon interessanter. Und in einer Welt, wo uns glaube ich, auch extrem spannend dunkel und für das sind wir auch dankbar, ja, auch dass wir das haben dürfen gesehen und dass die Leute, die hier mitgemacht haben, auch uns das gezeigt haben und sehr offen waren. Also, ich würde vor allem die Kritik tun, dass Jokan Munzu mit ein paar Booten in Schiptar wird, das ist auch schon interessant. Kur du nicht mal den Herrn Perchef mit einem Boot prakt macht mir, hat ihr mal mehr als Bolu, Bierschke Ton, Natur und Ton, Bierschke, das ist Jokan Schütte, die muss nach Schöne schon sagen, ein paar Probleme, ohne eine Verlogut. Aber Bierschke, Dätin, kennen schon Natur mir, dann ist sie dann. Sie Kosovo, Sie Schibri. Er gesagt, haben Sie auch vor, oder wenn kommen Sie mal auf Kosovo oder Albanien, zum Beispiel, um die schöne Natur anzuschauen, so ein bisschen als Tourist. Nur für Chef. Einfach nur aus Spass. Nur aus Spass. Ich habe es jetzt nur Pristina gesehen. Das ist Pristina und eigentlich gäbe es noch mehr zum sehen, ja. Also, wer dort schon für mein Skull und ein paar. Und in Albanien ist Natur gleich mit der Schweiz, wenn man lohnt. In Albanien ist der ähnlich wie der Schweiz. Schöne Flasche in Google. Musst nur den Strand anschauen. Der Strand ist also... Ja. Ich habe natürlich mehr. Und ist mit bisschen Geld. Und ist günstig. Das ist in so, der ja. Schweiz, in der Schweiz ein Gotui macht 5 Franken. In Albanien... mit 5 Franken kaufst du best Schrische. Du kaufst 5 Flaschen, sagt er. Weißt du? Die Pushime bauen mit mir in Schibrise, als wir nicht hier haben. Das heißt, und die Ferien macht man in Albanien wahrscheinlich schöner als auf einem anderen Ort. Für weniger Geld. Das kann sein, ja. Und, also ich habe super Ferien in Albanien. Also, schon mir geht auch in Schibnikon. Eduard Rokidje für Andreas. Andreas, vielen Dank für dieses Interview. Falinderit që ishe i pranishëm. Falinderit që gjetë e kohë me Arnë Full Ship Show. Dhe ju jam mirë njohës gjithmonë që keni shkruajtur për neve. Dhe vazhdoni shkruani përsëri, mos ndalni. Respekt dhe çdo të mirë për juve, si popull dhe si gazetë dhe si shtetë. Danke für mal, dass du gekommen bist und er tut mega wertschätzen, dass ihr das geschrieben habt. Und ich möchte noch einmal Danke sagen, dir persönlich und allgemein in der Schweizer Bevölkerung und im Staat. Messe, bitte. Ist gut!